Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gucken wir uns mal das ewige Terrarium an und gucken uns an, was denn daraus so geworden ist. Aber erstmal kommt das Intro und danach geht's weiter. Willkommen zurück, meine Freunde. Gucken wir uns mal an, was genau daraus geworden ist. Also zum einen muss ich sagen, dieses Mal habe ich tatsächlich keinen Schimmel oder sonstige Sachen. Also irgendwie, ja, kein Gammel, keine komplett schimmeligen Ecken, keine stark abgestorbenen Pflanzen. Also da bin ich wirklich zufrieden. Aber es ist auch nicht ganz so, wie ich es mir erhofft habe. Wie man sieht, das Moos, ja, ist leicht bräunlich, ist, glaube ich, ein bisschen zu trocken da drin, obwohl ich finde, dass man auch gerade im Hintergrund sehr viel Flüssigkeit sieht, die sich absammelt. Also so ganz sicher bin ich mir da tatsächlich nicht. Ja, ansonsten die kleine Lichtung, die ich hier versucht hatte zu erbauen, die ist etwas abgesackt und auch die Pflanzen, also die sehen gut aus, aber so richtig groß werden die tatsächlich nicht und so ein bisschen eingeknickt sind sie mittlerweile auch. Ich weiß auch gar nicht so richtig, woran das liegt. Also generell ist hier nicht viel gewachsen. Es ist eher so ein Stillstand gerade, der da im Terrarium herrscht. Vielleicht weiß einer von euch das ja und kann mir fürs nächste Mal ein paar Tipps geben, wie das noch ein bisschen besser werden kann. Also was diesmal wirklich gut geklappt hat, ist durch die Aktivkohle unten ist halt komplett gar kein Schimmel entstanden. Da bin ich mal wirklich zufrieden. Und wir haben diesmal sogar Leben drin. Wie ihr sehen könnt, ist hier ein Wurm. Darunter sind irgendwelche roten kleinen Punkte. Was das genau ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, also ich bin jetzt nicht unzufrieden, aber es würde halt auch noch besser gehen, ne? Sage ich es mal so. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft tatsächlich, auch dass ein paar Pflanzen nochmal von alleine anfangen zu sprießen. Bin mir nicht sicher, ob ich da mal ein bisschen Wasser hinzugeben sollte, aber im letzten Terrarium hat das jetzt ja nicht so viel gebracht, wenn man Wasser hinzugibt oder etwas abgebracht oder abgenommen hat. Mit Küchenrolle zum Beispiel. Also, das hat nie wirklich was gebracht, beziehungsweise dann war es auf einmal zu trocken und dann wuchsen da die Pflanzen auch nicht mehr. Und vorher war es halt so feucht, dass es direkt geschimmelt hat. Und ich würde halt sagen, so vom Aussehen direkt, da ist schon Wasser drin, was kondensieren kann und die Pflanzen erneut bestäuben kann. Ja, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, ob ich da nochmal eingreifen sollte. Ich meine, wie gesagt, es sieht nicht schlecht aus. Und ich denke, es kann sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Da ist auf jeden Fall Potenzial da. Aber gut, wie sieht es denn bei euch aus? Was denkt ihr über das ewige Terrarium? Findet ihr es schön, so wie es geworden ist? Oder eher weniger? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Aber damit war es das auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!